Lieber Harry, wenn du diesen Brief bekommst, dann bist du 11 Jahre alt und wirst dieses Jahr nach Hogwarts fahren. Wir werden dann leider nicht mehr bei dir sein, denn sonst würden wir dir das persönlich sagen. Der Grund, warum wir nicht mehr da sein werden, ist der dunkle Zauberer Voldemort. Momentan ist bei uns eine sehr dunkle und düstere Zeit und niemand vertraut den anderen. Lord Voldemort ist aufgrund einer Prophezeiung hinter dir her. Deswegen haben wir uns mit dir versteckt. Anfangs ist es deinem Vater noch sehr schwer gefallen, drinnen zu sitzen und nichts unternehmen zu können. Aber für dich würde er es immer wieder tun. Ich kann einfach nicht verstehen, wie dieser dunkle Zauberer nur dir etwas antun möchte. Ich habe Angst, schreckliche Angst. Trotzdem werde ich das hier für dich durchstehen. Mein Leben würde ich geben für deines. Denk immer daran, wir werden immer bei dir bleiben und dich niemals verlassen. Lily drehte die Feder in ihren Fingern hin und her. Sie stützte ihren Kopf in ihre Hände. Harry Potter war in Gefahr. Falls Lily und ihrem Mann James Potter etwas zustoßen sollte, dann sollte Harry diesen Brief bekommen. Das Ehepaar hatte einen Monat zuvor schon festgelegt, dass Sirius Harry im Falle eines Todes bei sich aufnehmen sollte. Doch die rothaarige Hexe hoffte fest daran, Harry selbst aufwachsen sehen zu können. Ein Blick auf die Uhr verriet Lily, dass es nun Zeit wäre, Harry ins Bett zu bringen. Seufzend legte sie die Feder weg und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Doch es kamen immer mehr. Ja, es stimmte. Lily Potter hatte Angst. Todesangst. Halt, Lily Potter. Du musst stark sein. Für Harry. Denk an Harry, murmelte sie vor sich her. Die Hexe lief die Stiegen hinab in das Wohnzimmer. James, ihr Ehemann, saß im Wohnzimmer und spielte zusammen mit Harry. Die beiden bauten Türme und Häuser aus Bauklötzen. Harry, es ist Zeit für das Bett. Lillys sanfte Stimme riss die beiden aus ihrer Konzentration. Das kleine Kind stieß mit seiner Hand den Turm um und begann zu wimmern. Nicht weinen, mein Kleiner. Morgen kannst du mit deinem Daddy wieder Türmchen bauen. Lily sprach diese Worte zu ihrem kleinen Sohn. Doch sie wusste nicht, wie unrecht sie hatte. Harry würde nie wieder mit James spielen können. Genauso wenig, wie Harry das Quidditch-Spielen von seinem Vater lernen würde. Heute war der 31. Oktober 1981. Oben im Kinderzimmer angekommen, tauschte Lily Harrys Hose und Leibchen gegen einen Pyjama. Sie legte ihren Engel in die Wiege und sang ihm ein kurzes Lied vor. Beim Verlassen des Raumes gab sie Harry noch einen Kuss auf die Wange. Lily ging wieder in das Erdgeschoss zu ihrem Mann zurück. Dieser hatte es sich schon auf dem Sofa gemütlich gemacht und schaute sich gerade ein paar Fotoalben an. Seine Frau setzte sich zu ihm und seufzte. »James, ich habe Angst.« »Ich auch, Liebling. Aber ich werde kämpfen und alles darum geben, damit dir und Harry nichts passiert. Notfalls gebe ich sogar mein Leben dafür,« erwiderte James. Lily rief entsetzt aus. »Nein, James, das darfst du nicht machen. Ich brauche dich doch.« »Ich weiß. Deswegen passe ich ja auf,« beruhigte James seine Ehefrau. Die beiden tauschten einen leidenschaftlichen Kuss aus. Plötzlich hörten sie das Quietschen des Gartentors. Wer würde die Familie Potter so spät am Abend noch besuchen? James und Lily fuhren auseinander und der junge Familienvater rannte zum Fenster. »Lily, er ist es! Nimm Harry und flieh!« flehte James seine Frau an. Peter hatte sie tatsächlich verraten, dachte er sich noch. Erschrocken riss diese ihre Augen auf, doch sie folgte den Bitten ihres Mannes. Jedoch nicht, ohne James noch einmal in die Augen zu sehen. Die junge Frau rannte die Treppe hoch und lief ins Kinderzimmer, um ihren Sohn zu retten. Unten im Flur öffnete der gefürchtete Zauberer die Haustür und trat herein. James schluckte noch ein letztes Mal, ehe er seine Arme ausbreitete, um Voldemort den Weg zur Treppe zu versperren. »Was willst du, Potter? Du hast ja nicht einmal deinen Zauberstab mit«, verhöhnte die schrille Stimme James. Doch dieser trotzte entschlossen.
Ich kämpfe mit all dem, was ich dir jetzt zu bieten habe. Du wirst meine Familie nicht zerstören. Im Stillen dachte er sich, auch wenn ich das nicht überlebe, ich verschaffe Lily und Harry Zeit. Für die beiden würde ich immer wieder sterben. Das wollen wir erst einmal sehen. Stirb, Potter! Mit diesen Worten zückte Voldemort seinen Zauberstab und schrie, Avada Kedavra! Ein grüner Strahl kam aus dem Holzstück heraus und flog in Richtung James Potter. Doch ehe er den Familienvater traf, schloss dieser die Augen und dachte noch ein letztes Mal an seine wunderbare Familie. Ein Bild zog an seinen Augen vorbei, auf welchem Lily, Harry und er selbst zu sehen waren. Als der grüne Strahl James Potter traf, fiel dieser wie eine Marionette um. Er hatte die Augen geöffnet, ein winziger Hoffnungsschimmer war zu sehen, doch hauptsächlich war in seinen Augen der Schmerz abzulesen. Schmerz, seinen Sohn niemals aufwachsen zu sehen, und Schmerz, nicht mehr seine Frau küssen zu können. Lily Potter hörte nur noch den Zauberspruch Avada Kedavra, und sie wusste, dass ihr Mann tot sein musste. Sie hörte das dumpfe Aufschlagen eines Körpers. »James«, wisperte sie, mit dem Wissen, niemals wieder die sanften Küsse ihres Mannes genießen zu können. Ihr Herz brach in zwei Teile. Alles schien so unwichtig. »Voldemort kommt dich gleich töten. Aber egal, ich bin mit James gestorben«, dachte Lily sich. Ein leises Weinen schickte sie zurück in die Realität. Harry, eine Träne lief ihr das Gesicht herab, doch nun war Harry wichtiger. James sollte nicht umsonst sein Leben gegeben haben. Sie nahm ihren Sohn aus der Wiege und drückte das Bündel fest an sich. Schnell schob sie ein paar Kisten vor die Tür, doch sie wusste, dass dies den dunklen Lord nicht lange aufhalten würde. Der Mörder ihres Mannes stieg über dessen Leiche hinweg und stand nun vor der Kinderzimmertür. Mit einem einfachen Zauberspruch ließ er alle Sachen zerspringen und trat ein. Lily stand in der Mitte des Raumes, Harry fest an sich gepresst. »Gib mir den Jungen«, knurrte Voldemort. »Niemals! Bitte tu Harry nichts! Ich werde alles für dich machen«, flehte die Witwe. Um Harry vollkommen zu schützen, legte sie ihn in seine Wiege hinein und breitete schützend ihre Arme aus. Sie zitterte am ganzen Körper. Jede einzelne Faser ihres Körpers schien zum Zerreißen gespannt. »Du dummes Mädchen, geh nun beiseite, dir wird nichts passieren.« »Nein, bitte nicht Harry, tötet mich«, bittete Lily den dunkelsten Magier. Ja, Lily würde ihr Leben ebenfalls für ihren Sohn geben. »Er hat noch sein ganzes Leben vor sich«, fügte sie hinzu. »Geh beiseite, dir wird nichts passieren, Schlammblut«, schrie der Lord. »Nicht Harry, bitte nicht Harry, nicht Harry, töte mich an seiner Stelle«, flehte sie weiter. Voldemort grinste hämisch und meinte dann, »Wenn du unbedingt willst, dann werde ich dir deinen letzten Wunsch erfüllen. Avada Kedavra«. Auch dieser grüne Strahl flog auf eine Potter zu. Sie schloss die Augen und dachte ein letztes Mal an Harry und James. James würde sie gleich wiedersehen. Harry war nun wichtiger. Wer würde Harry nun helfen? Ein letztes Mal zog Lily ein Bild ihres Sohnes durch den Kopf. Sie formte ihre Lippen und schrie laut, »Harry!« Ihre Iris weitete sich und sie schenkte ihre ganze Liebe ihrem einzigen Sohn. Der Fluch traf sie mitten in der Brust. Kurz wirbelte sie herum und fiel geräuschlos um. In ihren Augen sah man die Verzweiflung nun deutlich schimmern. Ihre Haare breiteten sich wie ein Fächer um ihren Kopf aus. Die Hände lagen von ihr ausgebreitet, als wollte sie Harry schützen. Harry stand mit zitternden Beinen auf und zog sich an seinem Bettchen hoch. Er sah ängstlich auf seine am Boden liegende Mutter und auf den gefürchteten Magier. Wer dieser furchteinflößende Mann wohl war? Warum lag seine Mutter regungslos am Boden? »Mama? Papa?«, fragte Harry schüchtern. »Nein, die wirst du nie wieder lebendig sehen, aber gleich kannst du sie im Jenseits begrüßen.
Wenn du tot bist, kann mich nichts mehr aufhalten, lachte der Lord. Nun bist du dran, der letzte Potter. Avada Kedavra, rief Voldemort. Der kleine Harry wusste gar nicht, was geschah. Er hielt sich an den Gitterstäbchen fest. Bevor der grüne Strahl auch dieses junge Leben auslöschen konnte, schwebte eine weiße Wolke aus dem Körper von Lily Potter heraus. Sie umschloss den Jungen, und Lillys letzter Wunsch und Wille, Harry solle nichts passieren, wurde erfüllt. Der Fluch traf ihn auf der Stirn, und die Wolke begann noch einmal zu strahlen, ehe sie verschwand. Der Todesfluch jedoch machte Kehrt und flog auf den Urheber zu. »Was?« schrie dieser noch, ehe er zusammenbrach. Ein höllischer Schmerz erfüllte ihn, und er schrie laut auf. Eine Hitze erfüllte ihn, eine Wärme, welche ein Liebender nur als Mutterliebe kannte. Voldemort lag am Boden, und er verschwand. Einzig eine schwarze Wolke blieb über, diese teilte sich. Ein Teil verschwand aus dem Fenster, die andere raste auf Harry zu. Sie zwängte sich in die Narbe, welche der Strahl hinterlassen hatte, und nistete sich dort ein. Der Junge war wegen des Strahles zurückgefallen. Die Wiege war zusammengebrochen. Harry kletterte aus dem Bettchen auf seine Mutter zu. Seine Narbe brannte höllisch. »Wieso hilfst du mir nicht?« Normalerweise kam sie sofort, wenn er schrie. Er tapste zu ihr und zupfte an ihren Haaren. »Mama?« fragte er. »Mama? Mama? Papa? Papa, Mama, Papa?« weinte er schließlich. Der verwaiste Junge legte sich zu seiner Mutter. Sirius Black wollte sich eigentlich einen gemütlichen Abend machen, aber er wurde durch das Aufleuchten eines Spiegels abgelenkt. Dieser Spiegel hatte einen Bruder, welcher in Besitz von James war. In der Schulzeit benutzten sie die beiden, wenn sie in verschiedenen Räumen nachsitzen hatten und miteinander reden wollten. »Was ist das?« fragte er sich. Doch dann ging ihm ein Licht auf. »Oh nein, James!« Sofort machte er sich auf und apparierte nach Godric Thurlow. Näher konnte man nicht an das Haus apparieren. Der Orden hatte diesen Schutz errichtet, um die Potters zu schützen. Sirius rannte ohne zu zögern auf das Haus zu. Er konnte ohne Probleme eintreten. »Moment, hieße das nicht, Peter hätte James, Lily und Harry verraten?« Mit einem schlechten Gefühl ging Sirius in den Eingangsflur. Er bog um die Ecke ins Wohnzimmer. Er blickte zur Treppe und erstarrte. Vor den Treppen lag sein bester Freund. Er wirkte wie erstarrt, ohne auch nur ein Fünkchen Leben in sich. Sirius Black sank auf die Knie und berührte James vorsichtig mit seiner Hand. Langsam griff er zu seiner Hand und wollte den Puls fühlen. James' Hand war noch warm, als würde alles in Ordnung sein. Doch da war kein Puls. Sirius entkam ein Schluchzen. Sein Freund, sein allerbester Freund, wie ein Bruder für ihn, war gestorben. Nie wieder würden sie gemeinsam über die alten Zeiten lachen. Niemals miteinander alt werden. Niemals Harry den Blödsinn, den sie in der Schule verzapft hatten, erzählen. Lautlos rann Sirius eine Träne über die Wange. Doch schließlich stand er auf, denn er konnte für seinen Freund nichts mehr tun. Plötzlich fiel ihm ein, dass noch zwei weitere Personen im Haus lebten. Hoffentlich haben es Lily und Harry geschafft, dachte er, während er die Stiegen hochrannte. Lily, Harry, schrie er. Er erreichte das Kinderzimmer. Es war vollkommen zerstört. In der Mitte des Raumes lag Lily. Die Haare umrahmten ihr Gesicht. Die Hände waren schützend ausgebreitet. Nein, schrie er und fiel zu Boden. Nein, Lily, Harry. Er robbte zu den beiden und hielt Lillys Hand fest. Doch plötzlich zuckte der Sohn der Potters in den Armen seiner Mutter. Harry hob den Kopf und sah Sirius mit seinen grünen Augen an. »Mama? Papa?« fragte er. »Oh, Harry!« Glücklich, nicht jeden verloren zu haben,
hob Sirius seinen Patensohn hoch. Dann begann der kleine Junge zu weinen. »Wo, Mama, Papa?« fragte er weinerlich. »Harry, deine Eltern kommen nicht wieder, aber ich bleib bei dir.« Sirius blickte seinem Patensohn ins Gesicht und sah die Narbe. Geschockt stammelte der Black-Erbe. »Was ist das?« »Eine Fluchnarbe«, erwiderte eine Stimme hinter den beiden. Dumbledore war gekommen. Der einstige Gryffindor stand auf und berichtete. »Sir, James und Lily sind tot, aber Harry hat überlebt. Wodurch hat er seine Narbe bekommen?« »Ich weiß, Sirius. James und Lily haben ihr Leben gelassen, um ihren Sohn zu schützen. Lily hatte die Wahl über ihren Tod zu entscheiden. Sie opferte sich für Harry.« Sirius' Blick fiel auf Lily. »Ja, du hast recht, Albus. Lily war eine Frau, die ihr Kind abgöttisch liebte«, erwiderte er. »Hat Voldemort versucht, Harry zu töten?« »Ja«, bestätigte der Direktor von Hogwarts. »Harry hat den Avada überlebt?« »Ja.« »Was ist mit Voldemort?« »Er ist verschwunden. Der Fluch, welcher für Harry bestimmt war, kehrte um und traf ihn.« »Heißt das, Voldemort ist tot?« »Anzunehmen wäre es.« Überwältigt strich Sirius Black dem letzten Potter über die Stirn. Vorsichtig wischte er die Tränen aus Harrys Gesicht und drückte einen kleinen Kuss auf die Wange von Harry. Mit dieser Geste übergab er Harry Dumbledore. »Ich habe noch etwas zu erledigen.« Bevor der Direktor auch nur reagieren konnte, war Sirius schon appariert.